Heute ist Sonntag, der 15.03. Ein wunderschön sonniger, halbwegs warmer Tag mit etwas Südwind. Und ein Tag, der in die Geschichte Österreichs eingehen wird. Denn es wurde ein österreichweites Ausgangsverbot beschlossen, das in Tirol bereits heute gilt. In Tirol gilt auch ein Aufenthaltsverbot für alle, außer die dort einen Wohnsitz haben. Hintergrund ist die SARS-CoV-2-Pandemie, die sich explosionsartig weltweit ausbreitet, auch bei uns. Man hört gerade ein Flugzeug am Himmel. Diese Geräusche werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch kaum mehr hören. Da sich die Pandemie so schnell ausbreitet, mit einer Verdoppelung der Fallzahlen, alle 2 Tage und 8 Stunden zuletzt in Österreich, ist es ein leichtes auszurechnen, wie lange es noch gedauert hätte mit der weiteren Geschwindigkeit, bis alle Krankenhäuser überlastet sind. Die Italiener haben zu spät reagiert. Dort ist es so, dass sehr viele Patienten, die todkrank sind, keine Therapie mehr bekommen. Es wird einfach nach dem Geburtsdatum selektiert. Jeder, der älter als 65 ist, wird nicht mehr therapiert, der erstickt. Jüngere, die Grunderkrankungen haben, die also eine schlechte Prognose haben, werden auch nicht therapiert. Ja, jetzt versucht die Regierung gegenzusteuern mit heftigen Mitteln, indem alle mehr oder weniger in ihren Wohnungen eingesperrt werden. Arbeiten darf man noch gehen. Eine Pandemie verhält sich ähnlich wie eine Kernspaltung. Bei einer Kernspaltung trifft ein Neutron ein Uranatom, das zerspringt, gibt 2 Neutronen ab. Jedes dieser 2 Neutronen trifft wiederum ein Uranatom, das wiederum 2 Neutronen abgibt und so weiter. Das beginnt völlig harmlos. Die ersten Zyklen wird so gut wie keine Energie erzeugt, weil ja nur ein paar wenige Atome zerplatzen. Aber von Zyklus zu Zyklus hat man immer eine Verdoppelung. Und was so klein beginnt, wird dann auf einmal riesig groß. Und bei einer Atombombe kommt es dann zu einer beeindruckenden Explosion. Bei einer Pandemie kommt es dazu, dass die Fälle extrem schnell anwachsen und dann das Gesundheitssystem völlig überlastet ist. Und daher der Versuch, diese Epidemie langsam abbrennen zu lassen, indem man die Ansteckungsgeschwindigkeit verlangsamt bzw. die Verdoppelungszahl erhöht, vergleichbar mit dem Atombrennstab im Kraftwerk, der ja nicht explodieren soll, den man ganz gezielt diese Kettenreaktion ablaufen lässt mit einer Kritikalität von etwa 1. Ja, und das probiert man jetzt eben bei der Seuche auch. Die Ausgangssperren sind für eine Woche angesetzt. Ich gehe aber davon aus, dass das länger dauern wird. Leider ist mein Haus nicht an den Wald angrenzend. Das heißt, ich muss immer mit dem Auto bis zum nächsten Berg fahren. Und da wird man sicher oft von der Polizei kontrolliert werden. Und nur wenn man triftige Gründe hat, Nahrung einkaufen, medizinische Versorgung, zur Arbeit oder andere versorgen, dann darf man sich draußen aufhalten. Ansonsten wird es dann entsprechende Strafen geben. Wenn sich alle brav dran halten, dann wird das entsprechend gesittet und entspannt ablaufen. Wenn es viele gibt, die sich nicht dran halten, dann wird die Staatsmacht entsprechend härter durchgreifen müssen, um das zu exekutieren. Die Miliz ist teilweise aktiviert worden, wird eingezogen.
Das heißt, die Regierung geht davon aus, dass nur Polizei zu wenig ist. Also das Militär wird da um Assistenz gebeten. Und bleibt nur zu hoffen, dass die Wirtschaft das Ganze überlebt. Weil wenn diese jetzigen Maßnahmen nicht fruchten, dann wird man wohl das Arbeiten für alle bis auf ganz wichtige Berufe verbieten. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, wenn man alle arbeiten lässt, werden viele nicht arbeiten können. Und es ist zu befürchten, dass viele Unternehmen in die Pleite rutschen, was dazu führt, dass Banken kippen, was dazu führen kann, dass das ganze Finanzsystem kippt. Ja, und das gab es zuletzt in den 1920er Jahren. Die Folgen waren, dass dann zum Beispiel der Herr Hitler an die Macht gekommen ist, der dann die Welt in eine riesen Krise gestürzt hat, Zweiter Weltkrieg. Also es gibt Gefahren, die aus dieser Situation resultieren, die man nicht unterschätzen darf. Und ja, ich genieße jetzt heute noch diese letzte Radfahrt und ich hoffe, dass diese Ereignisse nicht alles verändern werden, dass wir da alle gut durchkommen, dass es möglichst viele Menschen überleben werden und dass wir dann vielleicht in einem Jahr wieder, dass es uns dann wieder so gut geht wie die letzten Jahre davor. Viel Glück!